Hallo. Haben mich viele Leute gefragt, wie geht man mit knausrigen Kunden um? Und das ist so eine Sache, die ich schon seit Jahrzehnten schon durchmache. Und da habe ich schon mehrere Methoden entwickelt, wie man mit so knausrigen Kunden umgeht. Und ich habe mal gedacht, ich mache mal so eine Videoserie mit dieses Thema. Und in jedem Video werde ich eine Methode erläutern, wie man mit solchen Kunden umgeht. Jetzt mit knausrigen Kunden meine ich das nicht in einem negativen Sens, sondern ich meine es nur, es gibt gewisse Kunden, die nicht bereit sind, viel zu zahlen. Und natürlich der einfache Weg ist, man sagt, oh, die tue ich gar nicht bedienen, aber man verliert somit auch viel Geld. Wozu? Deswegen muss man ein bisschen umdenken. Und ich denke mal, eine von den Methoden, die ich benutzt habe, ist, ich lasse den Kunde vieles selber machen. Das heißt, ich gebe mal ein Beispiel. Also zum Beispiel zwischen 98 und 2006 habe ich viel Webseitenentwicklung gemacht. Also ich habe viele Webseiten für Firmen und so für so Ein-Mann-Unternehmen gemacht. Und bei denen war es so, dass die meisten von denen wollten nicht viel Geld bezahlen für Webentwicklung, und für die war Webseite eigentlich nur ein Muss, weil die Konkurrenz alle das hatten und so weiter. So, jetzt, was meine Methode war, ist so: Ich habe dann gesagt, pass auf, geh aufs Web, guck doch mal die Seiten an, die dir gefallen, und kopiere sie, also tu sie nachahmen in PowerPoint. Mach PowerPoint auf und bau da deine Webseite da, leg ein Bild da, leg ein Banner da, leg, was weiß ich, eine Leiste mit Links da und so weiter. Jeder von den Leuten oder die meisten Leute kennen PowerPoint. PowerPoint ist auch ein ziemlich einfaches Programm zu benutzen, also innerhalb 10 Minuten kann man schon PowerPoint effektiv nutzen. Und diese Sache hat schon viel Zeit gespart, weil das ganze Layout, das ganze Testen von Layout und so weiter, hat dann der Kunde selber gemacht. Das hat ihn keine Zeit, hat mir keine Zeit gekostet. Das heißt, ihm hat es kein Geld gekostet. Er hat das alles selber gemacht. Er könnte in aller Ruhe sein Layout entwickeln und so weiter. Und wenn er dann mit sein PowerPoint-Prototyp fertig hat, okay, dann kann ich kommen und ich kann dann diesen PowerPoint-Prototyp umwandeln in HTML, JavaScript und so weiter, dass es eine gescheite Webseite wird. Aber die Kosten sind dann nur ein Bruchteil, weil ein großer Teil der Kosten geht in dieses Prototypen, so wo ich ein Design mache, gehe zum Kunde, er sagt, oh, das ist nicht für mich oder das taugt nichts und so weiter. Dann gehst du eine zweite Runde und dann und so weiter. Und das spart man sich alles, weil der Kunde macht sein eigenes Layout. Ich als Programmierer mache dann nur, oder als Entwickler mache dann nur eigentlich die Programmierung sozusagen. Okay? Ein anderes Beispiel ist, ich mache auch viele Kalkulationsprogramme, Konfigurationsprogramme für Firmen. Und hier auch wieder selbe Thematik. Ich gehe zum Kunde und sage, pass auf, erstell du ein Prototyp in Excel. Mach da ein Prototyp in Excel. Okay? Wenn der Prototyp fertig ist, natürlich dieser Prototyp in Excel ist nicht, funktioniert nicht so wie das volle Programm, es ist klar. Aber mit diesem Prototyp hat man schon das Layout, man hat schon gewisse Grundfunktionen, man weiß genau, wie das Programm ausschaut. Und anhand diesem Prototyp kann man entweder dann diesen Excel-Prototyp weiterentwickeln mit Makros, mit VBA-Module und so weiter. Oder man erstellt anhand von diesem Excel-Prototyp eine Web-Applikation oder ein anderes Programm. Das spielt ja keine Rolle. Aber die Grundarbeit hat dann somit der Kunde gemacht und somit auch viel Geld gespart, weil diese Grundarbeit ist meistens am schwierigsten. Wie ist das Layout und so weiter. Und der Vorteil von dieser Methode, dass man den Kunde die Prototyparbeit überlässt, ist so, dass nicht nur spart der Kunde Geld, weil es ist auch so, wenn der Kunde den Prototyp selber bauen muss, fliegen viele Fantasien aus dem Fenster raus. Weil es ist so, wenn Kunden kommen immer und sagen, oh, ich hätte gern das und es muss auch das machen und das da und so weiter und es muss zusätzlich noch das machen und der Konkurrent ABC hat auch das muss auch mit rein und so weiter. Okay, gut. Allerdings, wenn der Kunde dann selber sein Prototyp bauen muss, dann merkt er, dass viele Ideen eigentlich nur Hirngespinste sind, dass sie viele Ideen eigentlich unnützlich sind, die braucht man gar nicht. Und das ist, wo viel Ärger und viel Geld gespart werden kann. Weil viele Berater oder Entwickler, nennt man was man will, kommen rein, der Kunde hat
so seine Fantasien und die sagen ja, ja, ja. Und das Programm wird dann total unausführlich, unnutzbar. Und wenn der Kunde sein eigener Prototyp baut, hat der Kunde viel Geld gespart. Der Kunde hat auch eine genaue Idee, eine konkrete Idee, was er will. Und der Job des Entwicklers ist dann sehr einfach. Ja? Und natürlich, dadurch, dass der Entwickler nur einen Bruchteil der Arbeit macht, spart der Kunde viel Geld. Und der Entwickler muss nicht auf eine gewisse Profitabilität verzichten, weil er nicht einen vollen Preis verlangt diesmal, der verlangt nur einen Preis für die gewisse Programmierung. Und ich habe zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, ich habe so einen Kunde, der braucht immer wieder so Excel-Anwendungen, die laufen auf Excel, aber komplexe Anwendungen. Aber er kennt keine Excel-Programmierung. Kennt sich gut aus mit Excel, so mit Formeln und so weiter, aber nicht mit Programmierung. Was er macht, er setzt das ganze Layout fest. Farben, Formate, alles legt fest. Und manche Kalkulationen trägt er auch selber aus. Er kann er selber ausführen, also die Formeln und so weiter. Aber dann kommen so Sachen wie Automation und so weiter, wie kann das Programm automatisch das und machen, was und die Knöpfe und wenn der eine auf den Knopf drückt, muss das und jenes passieren. Und diese Sachen mache ich dann für ihn. Und somit hat man erstmal ein gutes Verhältnis zum Kunde, obwohl er nicht bereit ist, viel Geld zu bezahlen, hat man ein gutes Verhältnis zum Kunde, weil man kostet nicht viel. Man macht eine Arbeit, die er nicht machen kann. Also man ist dann quasi, wie soll man sagen, so eine Hilfskraft, also nicht eine Hilfskraft, da gibt es ein Wort dafür, fällt mir jetzt gar nicht ein, ist ja egal. Und man die Arbeit ist dann nur ein Bruchteil der Arbeit und die Grundarbeit, die macht er, indem er das Layout festlegt, Farben etc. Okay? Und meine Arbeit ist dann begrenzt auf die Automatisierung. Und so ist jeder ein Gewinner. Und deswegen, wenn man sagt, knausrige Kunden, muss nicht negativ sein. Man kann positiv damit arbeiten. Und ich gebe mal als Beispiel, es gibt die Baumärkte, die berühmten Baumärkte, die zwei oder eine oder zwei Marken, die jeder kennt. Diese Ketten bauen eigentlich auf knausrige Kunden. Denn ihre Kunden sind Leute, die nicht bereit sind, für Bauunternehmen oder für Maler oder für Handwerker zu bezahlen. Die wollen alles selber machen. Und diese Ketten sind eigentlich auf knausrige Kunden gebaut. Und das ist genau dasselbe hier. Warum soll man auf knausrige Kunden verzichten? Man muss nur wissen, wie man die bedient. Und die effektivste, eine von den Methoden, die ich benutzt habe, ist, lass die Kunden viel selber machen. Und man tritt dann ein in den Sachen, dass sie nicht selber machen können. Und das ist eins von den Erfolgserlebnissen oder Erfolgsrezepte, die ich fast 20 Jahre schon benutzt habe. Und man muss nicht niedrige Stundensätze anbieten oder kleine Angebote machen und so weiter. Nee, man macht ganz normale Angebote für die gewisse Arbeit. Allerdings macht man nicht alle Arbeit. Oder wenn der Kunde sagt, nee, ich will nichts machen, dann muss man ihn dann auch klar erklären, dass dieser Teil so viel kostet und eigentlich die Programmierung eigentlich sehr wenig kostet, weil ist ja dann alles, wie soll man sagen, so straightforward, es geht ganz, ganz geradlinig. Ist am schlimmsten ist immer das Design am Anfang und das Ganze. Und wenn der Kunde das selber macht, hey, da hat man viel Zeit gespart als Programmierer, also kostet es dann weniger. Und für den Kunde, er hat viel Geld gespart. Natürlich kostet ihn dann die Zeit, aber er muss dann entscheiden, Geld oder Zeit, kann nicht beides nehmen. Das ist mal die erste Methode, die ich bei knausrigen Kunden benutzt habe. Ich werde dann Folgetage oder Wochen werde ich dann weitere Methoden online stellen.